Herzlich willkommen, freut mich, dass du eingeschaltet hast. Das Video heute soll der dritte Teil werden, in dem ich Stichschutztests mache. Wenn du dieses Video siehst, hast du ziemlich sicher die anderen beiden Videos gesehen mit meiner Stichschutztestmaschine. Und das war das erste Video. Im zweiten Video habe ich dann Vergleichstests dazu gemacht, in denen ich mit der Hand auf die Prüfmuster gestochen habe. Der Sinn von dem heutigen Video ist erstens, dass ich das Prüfmesser, dieses Fallmesser, geschliffen hatte. Und mit dem verbesserten Schliff ist es viel besser durch die Weichballisteinlagen durchgegangen als ohne. Und die haben dann die Tests nach den Kriterien der VPAM, der technischen Richtlinie, Homeoffice-Standard und so weiter dann nicht mehr geschafft mit einem besseren geschliffenen Messer. Das war für mich auch sehr interessant und das will ich euch zeigen. Und das schneide ich nachher hinten alles dran an das Video. Und das Zweite war, dann kamen ein paar Kommentare, ich soll doch mal mit angeschliffenen Fahrradspeichen und so weiter es versuchen. Ich habe keine angeschliffenen Fahrradspeichen, aber ich habe angeschliffene Schraubenzieher. Und mit denen habe ich ebenfalls einige Tests gemacht. War auch für mich sehr interessant. Und ich habe hier noch eine Spritze. Und da will ich euch auch noch zwei Worte dazu sagen in Bezug auf Schutzwesten. Gut. Ich habe schon viele Videos gemacht. Schaut euch die an, wenn es euch interessiert. Ich sage hier noch mal ein paar Worte dazu. Der ballistische Schutz vor Schusswaffen ist einfach leichter greifbar. Er ist leichter nachzuvollziehen und er ist tatsächlich auch leichter zu realisieren. Die modernen Materialien, Nylon wird ja fast nicht mehr verwendet, vor allem Para-Aramid, auch Kevlar genannt, oder Polyethylen. Die sind einfach so leistungsfähig, das ist top erforscht, wie man das verarbeitet, zu den ballistischen Einlagen fertig verarbeitet, ein fertiges Produkt hat. Und dann hält es einfach gewisse Sachen mit einer wirklich großen Sicherheit auf. Da gibt es ein paar Grenzfälle wie 357 Kegelspitz. Das ist jetzt eine 38er Kegelspitz. Aber wenn man jetzt eine 357er Kegelspitz hat, die bringt dann die SK1-Einlagen schon an die Grenze. Oder natürlich die Munition für die MP7. Aber da ist es eben auch nicht so, dass das alle Schutzwesten durchschlägt. SK1. Die hat in der Praxis eine wesentlich schwächere Leistung, schlechtere Leistung, wie die meisten denken. Da sind eben so die Grenzfälle des ballistischen Schutzes. Mit den Messern ist das aber alles noch so ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen und es ist auch schwieriger zu realisieren. Es ist kaum vorherzusagen, ob ein Messer jetzt aufgehalten wird oder nicht. Es wurden dann die Prüfkriterien für Stichschutzwesten geschaffen. Ich habe hinten eine Stichschutzweste dran, die habe ich auch schon öfter gezeigt. Das ist eine geprüfte nach dem Homeoffice-Standard von BSST. Die hat Aluminiumplatten drin. Ich weiß leider nicht, wie sie verarbeitet ist, also wie diese Platten genau drinne verarbeitet sind, dass sie die Flexibilität hat. Das weiß ich leider nicht. Das ist die Einlage vom Rücken hier. Und ihr seht, das ist super flexibel. Richtig gutes Zeug. Knife-resistant Klasse 1 Homeoffice. Also aus England. Die Zertifizierung ist aus England. In Deutschland gibt es dann die technische Richtlinie der Polizei als einen möglichen Standard oder die VPAM als einen anderen möglichen. Wobei VPAM und technische Richtlinie sehr viel miteinander zu tun haben. Und das war ganz lange Zeit richtig schwierig, das zu realisieren, dass man diesen Stichschutz, diesen genormten hinbekommt. Man bekommt ihn ganz leicht hin, wenn man Platten rein verarbeitet, wie bei diesen billigen Stichschutzwesten mit Kunststoffplatten und in der Mitte dann noch eine Aluminiumplatte. Ein furchtbares Zeug,
Ist gar kein Problem, da einen entsprechenden Schutz hinzukriegen, aber der leistet einfach nicht das, was man braucht. Man braucht einfach eine Flexibilität, man braucht eine Bequemlichkeit und die Bequemlichkeit ist super wichtig. Wenn die Weste nicht bequem ist, wird sie nicht getragen und dann schützt sie nicht. Also die Bequemlichkeit ist wirklich wichtig. Ja, hier habe ich eine mit Titanfolien. Ich hoffe, dazu kriege ich bald ein extra Video hin. Ein furchtbares Zeug. Aber wie gesagt, mache ich ein extra Video dazu. Und hier ist es zum Beispiel so, die ist natürlich absolut sicher gegen Nadeln. Aber will man das dann in Kauf nehmen dafür, dass die Weste unbequem ist? Ich würde sagen, nein. Alle Welt redet von Plattenträgern. Ich bin gar kein Freund von Plattenträgern. Platten decken nur einen viel kleineren Bereich des Körpers ab und sie haben keinen Rundumschutz an der Seite und so weiter. Platten sind auffällig, Platten sind unbequem. Und deswegen wird das meiste, was die Leute kaufen, so etwas sein. Einfach eine Weichballistikweste Klasse 1, die vor Schusswaffen schützt und vor Messerklingen einen bedingten Schutz bietet. Und genau dafür sollen meine Videos sein, euch ein bisschen was zu zeigen, wie das dann in der Praxis aussieht. Das sind auch keine tollen Laborbedingungen. Wirklich nicht, aber es soll einfach ein paar Beispiele zeigen, was passiert, wenn ich mit diesem angespitzten Schraubenzieher, der ist wirklich spitz, auf eine Schutzweste einsteche. Geht es durch? Geht es nicht durch? Man weiß es nicht. Man weiß es wirklich einfach nicht. Man muss es ausprobieren. Und dann hat man ein bisschen einen Eindruck davon. Also das ist eine ganz normale Kevlar-Einlage. Ist jetzt schon alt, 1990, macht aber nichts. Da ist heute nichts anderes dran. Das sind, ich habe es jetzt nicht gezählt, das werden um die 30 Einlagen oder was sein von verwebtem Aramid. Ihr seht, hier ist schon ein Haufen drin, weil ich damit schon einen Haufen an Löchern, einen Haufen ausprobiert. Und ihr seht, das ist natürlich auch eine super feine Nadel. Jetzt ist es so, wenn man jetzt eine Spritze hat, die eine Kanüle hat, die länger ist und die wird dann da in einem Zweikampf draufgestochen, zum Beispiel ein Polizist mit einem Drogensüchtigen, dann bricht die viel leichter ab als hier jetzt. Ihr seht, sie ist drin, komplett. Je langsamer man das macht, desto leichter geht es. Wie gesagt, im Nahkampf mit einer längeren Spritze sind die Chancen sehr groß, dass sie einfach sich verbiegt. Und dann ist es so, ich erwähne das, weil ich habe neulich ein Video gesehen von einem Schutzwestenhersteller, der das zeigt und sagt, seine Stichschutzwesten sind so toll, weil die Nadeln aufhalten. Aber wenn er das dadurch erkauft, dass er harte Platten drin hat, dann bringt es halt auch nicht viel. Hier sind Platten drin, da hat man gar keine Chance. Bei der weißen Weste mit einer Nadel kommt halt drauf an. Mein Tipp, wenn ich eine Stichschutzweste wollte, wäre Armadillotex. Blende ich euch da ein Bild ein, wie das aussieht. Armadillotex hat Kunststoffplatten, Kacheln und die waren, irgendwo habe ich ein Buch hier, die waren lange nicht zertifiziert, bis sie wie sie die verbunden haben, geändert haben, dass sie den Schrägstichtest. Tolles Buch, kann ich schwer empfehlen. Bei überlappenden Stichschutzsystemen muss dieser Schrägstichtest gemacht werden. Und den haben sie früher nicht bestanden, jetzt bestehen sie den und jetzt sind die auch zertifiziert. Dafür sind sie viel teurer. Ich habe keine Armadillotex-Weste, ich hatte das Zeug aber mal in der Hand. Wirklich ein tolles Zeug. Wenn ich eine reine Stichschutzweste wollte, wäre das das Erste, was ich mir anschauen würde. Was mache ich? Ich habe früher viel Westen getragen, die ich aufgerüstet hatte mit einem zusätzlichen Stichschutz.
hat man einen tollen Schutz, aber mir war das viel zu schwer und viel zu dick. Deswegen, es muss jeder selber wissen, was er macht. Ich halte die einfachen ballistischen Schutzwesten gegen Schusswaffen für mich am sinnvollsten. Ich sage auf keinen Fall, dass das für euch der richtige Weg ist. Wenn man Türsteher ist oder so, dann hat man eine viel größere Gefahr durch Stichwaffen. Dann ist eventuell eine 100 Euro billige Stichschutzweste, die wirklich sicher klingend aufhält, sinnvoller wie eine 500 Euro SK1 Weste, die nur gegen Geschosse vorgesehen ist. Hier, dass ihr nochmal seht, wie das aussieht, diese Aufrüstung. Second Chance, kauft nie Second Chance. Hoffentlich schaffe ich da auch noch ein Video dazu. Hier ist vorne Kettengeflecht drin, was auf die Weichballistik noch drauf montiert werden kann. Habe ich früher viele Jahre verwendet, war mir dann zu dick, zu schwer. Hier ist eine Weste SK1, eine Frauenweste. Und da ist auch ein Zusatz drin. Das ist die Einlage. Mela, Topfirma. Das ist eine BSST. Diese tolle Stichschutzweste hier. Und Mela auch. Eine tolle Firma. Und hier hat man einen Überzug. Hier ist die Weichballistikeinlage. Und das ist die Stichschutzeinlage. Und jetzt mal gucken, ob man es sieht im Gegenlicht. Und das ist wie ein Kettenhemd. Das ist ein Kettengeflecht, was da drin ist. Und in Kombination erreichen die den notwendigen Stichschutz für die Zertifizierung. Ja. Wie gesagt, darf man sich nicht von täuschen lassen. Klar geht es durch, vor allem gegen die aus Gewebe. Hier ist Gewebe, Aramid verwebt. Wenn man diese Gelegewesten mit Folien hat, die sind ein bisschen besser dagegen. Die halten Nadeln ein bisschen besser auf. Das sieht man hier an so einem Einzelding natürlich nicht. Ist auch so, dass die Messerklingen etwas besser aufhalten, die Gelegewesten. Habe ich ganz viel erzählt, ganz arg durcheinander. Was habe ich mitgenommen aus den Tests, die ich gleich einfach hinten dran schneide? Ich war erstaunt, wie gut die Weichballistikwesten diese angeschliffenen Schraubenzieher aufgehalten haben. Der hier ist nirgends durchgekommen. Nirgends, nicht mal durch eine Splitterschutzeinlage, damit hatte ich nicht gerechnet. Der hier, seht ihr nachher, wenn diese Kante hier weg wäre, dann wird er wesentlich leichter durchkommen. Dann würde er durchgehen. Ja. Aber es ist natürlich eine Frage, wo ist man damit konfrontiert? Hauptsächlich ist man im Gefängnis mit sowas konfrontiert. Wenn man im Gefängnis arbeitet, ist Schutz vor Stichwaffen das A und O, da interessiert es nicht. Kein Gefangener hat eine 9mm Pistole bei sich. Außer in Stuttgart-Stammheim, die RAF-Terroristen. Wobei, ich glaube, das waren 7,62er. Ich weiß es gerade nicht. Hier ist ein 9mm Luger-Geschoss, wo man noch die Kevlar-Fasern dran sieht. Und das Gewebe, was sich abgedrückt hat. Also das ist, habe ich aus einer Schutzweste aus einer Beschossenen rausgeholt. Genau, wieder ein großer Rundumschlag quer durchs Thema. Die aus Titanfolien, die schaue ich, dass ich euch bald extra vorstelle. Und dann mache ich hier Schluss. Ich wünsche euch nur das Beste und schneide jetzt hier die ganzen Tests hinten dran. Ciao, macht's gut. So, herzlich willkommen. Ich will noch ein paar weitere Tests machen. Stichschutztests hier mit der Splitterschutzeinlage. Oder mit der Schutzklasse 1 Einlage von Second Chance. Einfach mit ein paar anderen Klingen. Das habe ich etwas geschliffen und ich merke schon, es dringt besser ein. Es ist immer noch nicht super scharf, wirklich nicht. Aber genau, ein bisschen besser als das letzte Mal auf jeden Fall.
Den ganzen Versuchsaufbau habe ich euch ja schon erklärt. Fangen wir an mit der Bundeswehr-Splitterschutzeinlage Forten 1994. Deutlich durchgegangen, weiter als es darf. Also als es darf, um den Stichschutztest zu bestehen. Versuchen wir gleich nochmal an einer anderen Stelle. Ja, viel zu weit. Das sind 2 Zentimeter etwa. Das Ganze versuchen wir jetzt mit der SK1-Einlage aus Aramid von 1990. Das ist nicht gut, das machen wir nochmal. So wie die weggeflogen ist. Bisschen zu weit eingedrungen, aber eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube aber, das ist auch wieder weggerutscht. Meine Testmaschine ist etwas schlecht befestigt heute. Und los. So schlecht ist das gar nicht. So, schauen wir mal, was es mit der Second Chance Einlage macht. Sollte sich jemand so eine Testmaschine selber bauen, kann ich nur empfehlen, sie besser anzupassen, dass es nicht so viel Spiel hat in der Röhre. Dass die Klinge gerade auftrifft. Ein sehr ähnliches Ergebnis. Gut, legen wir mal einen Stichschutz dazu. Gehe sehr davon aus, jetzt wird es gar nicht mehr einbringen. Ja, es hat am Rand getroffen. Es ist durchgedrungen. Und hat Ringe aufgesprengt. Aber wie gesagt, ganz arg am Rand. Das versuche ich doch einfach nochmal. Oh, es ist tatsächlich durchgedrungen. Na, nicht wirklich. Okay, das wäre bestanden. Da hätte ich aber doch mit ein bisschen besseren Ergebnis gerechnet. Gut. Jetzt will ich das hier drauf nochmal sehen, auf die Splitterschutzeinlage. So, jetzt werde ich nochmal mit der Hand weitermachen.
ein paar, euch zu, als Referenz noch ein bisschen was zu zeigen. Was habe ich hier? Nehmen wir mal diesen Dolch. Der ist nicht scharf. Ein Dreikantdolch. Ich habe es vorher schon ausprobiert. Der ist nicht durchgegangen. Nicht durch. Hat tatsächlich die Rückseite nicht mal beschädigt. Das Messer, da wollte ich mir auch was zum Testen draus basteln, ist aber schon beschädigt. Ist ein billiger Dreck. Ist aber relativ scharf. Und um mich hier nicht zu verletzen, habe ich wieder diese Schnittschutzhandschuhe an, die alten. Oh, minimal durch. Was haben wir denn hier? Nochmal das Tauchmesser. Ist relativ scharf. Durch. Okay. Bin ich schon ein bisschen beschädigt, aber auch nicht durch. Nicht durch. Nehmen wir die Aramid SK1 Einlage. Auch nicht durch. Gar nicht schlecht. Ist natürlich nicht spitz, muss man auch überlegen. Wirklich nicht spitz. Schauen wir mal, wie das hier ist. Nicht durch. Nehme ich mal mein Prüfmesser. Minimal durch. Ich merke schon, ich brauche spitzere Dolche dafür. Das AK-47 Bayonet kann ich mir gerade sparen. Mal schauen, was das mit der Spitze macht. Die ist wahrscheinlich voll hinüber gleich. Das geht. Also wirklich beschädigt ist sie gar nicht. Ja. Da weiß ich gar nicht, was ich da für ein Fazit ziehen soll. So, jetzt habe ich doch noch einen kleinen Dolch gefunden, der ein bisschen besser geeignet zu sein scheint. Der wird irgendwie von Herbert sein. Der Gummigriff ist völlig hinüber. Die Klinge ist auch total ruiniert, aber gut. Die SK1 Einlage. Ordentlich durch. Das machen wir gleich nochmal. Das kann man schon fast als komplett durch bezeichnen. Und bevor wir das mit der Stichschutzeinlage probieren, machen wir es erst noch mit den anderen beiden. Ja, war nix. Ja, ihr seht, mit der entsprechenden Klingenform. Bieten normale Aramid-Westen nicht viel Schutz. Jetzt nehmen wir mal die Second Chance Zylon-Weste.
ordentlich durch. Gute Güte, ist das Messer im Eimer. Stainless Taiwan. Gut. Und Attacke. Gar nichts. Das geht dann nicht durch. Ja. Also man sprengt da vielleicht einen Ring auf, aber durchgehen tut es trotzdem nicht. Das scheint schon ganz schön ausgeklügelt zu sein, diese Stichschutzzusatzeinlagen. So, was haben wir noch? Kleiner Bonus, kommt noch eine Harpune. Ein bisschen schwierig, damit ordentlich hier drauf zu stechen. Tut dem nicht viel. Auch nicht viel. War natürlich nur ein kleiner Spaß. So, weiter geht's mit angeschliffenen Schraubenziehern. Einer ist sehr dünn und einer eher normal. Wir fangen an mit Eramiteinlage von 1990. Nichts durch. Immer noch nichts durch. Sehr beeindruckend. Das ist ein winzig kleines Loch. Jetzt nehme ich mal den dünnen. Ist durch etwa 5 mm. Diese Stufe hat es aufgehalten. Und dasselbe Ergebnis. Splitterschutzweste von, keine Ahnung wann, die ist relativ alt, 1988 oder so wahrscheinlich. Selbe Ergebnis. Und Zentimeter etwa. Aha. Also wenn man die Ecke hier wegschleift, dann wäre es wahrscheinlich besser. Nehmen wir mal den dicken. Nicht durch. Ah, das war schwach. Nicht durch. Ist nicht super scharf, nicht super spitz, ein bisschen krumm. So. Second Chance. Keine Chance. Und glatt durch. Und wieder glatt durch. Bedenkt aber, dass hier nicht mal mehr eine Schutzhülle drüber ist seit Jahren. Da leidet das Material natürlich noch zusätzlich.